Guten Morgen. Morgen. Und? Ich habe Hämatome an den Armen gefunden. Die könnten von einem Kampf stammen. Einer von uns. Besoldungsgruppe HLF. Stumpfe Gewalteinwirkung am Rumpf und im Gesicht. Lag sicher ein, zwei Tage im Wasser. Moment bitte. Ich muss euch was sagen. Ich habe Ina als meine Nachfolgerin vorgeschlagen. Oh, das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Olivia, willst du es dir auch mal anschauen? Ich kann nicht. Und ich will auch nicht. Ich weiß, am Anfang ist es wirklich furchtbar. Aber auch das gehört zu unserer Arbeit dazu. Der Typ wollte meine Tochter umbringen, weil es so faszinierend ist. Wir Menschen, wir halten uns für so wichtig. Dann jetzt sag doch auch mal was, wie es war. Naja, mein Name ist Zimmermann, das ist mein Kollege Maybach. Es geht um die junge Frau hier neben Ihnen auf dem Beifahrersitz. Ich kann gerade nicht nach Hause. Klar, komm rein. Die Fliesen da drüben. Wenn ich die abkriege, dann sind die vielleicht scharf. Ja, Schnee? Frau Schnee, es gibt ein drittes Opfer. Es ist zu spät. Okay, Fahndung rausgeben, RTW und alle verfügbaren Einsatzkräfte in der Nähe dahin. Herr Gebhardt, Sie müssen es nicht machen. Ich möchte Sie noch einmal sehen. Wir können Ihre Tochter auch nicht. Ich will mich verabschieden. Wir dürfen sie 48 Stunden ohne richterlichen Beschluss festhalten. Und genau das machen wir. Und warum? Weil wir es können. Der Fall ist sehr viel mehr als nur eine Frau, die irgendwo untergetaucht ist. Das kannst du nicht einfach alleine entscheiden, ohne mich darüber zu informieren. Das hast du mir untergejubelt! Ich und meine Frau sind Opfer des schlimmsten Verbrechens geworden, das man sich vorstellen kann. Man hat uns das Kind genommen! Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Und mein Vater habe ich nie kennengelernt. Ich hole mir vom Leben nur ein paar Dinge zurück, das mir freiwillig geben würde! Alle, wir greifen zu, ich wiederhole Zugriff. Woher weißt du das immer?